Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. So, also, jetzt Hardcut, Hauptstory, was ist zuletzt passiert? Wir waren in der Eishöhle, haben dort die Kinder gerettet und wenn wir dann zurück hier in der Hauptstadt waren, bei Innorrister, wurde uns mitgeteilt, dass Yharnam von, wahrscheinlich von diesen Untoten da, Wandler, Wiederwandler oder wie die heißen, bedroht wird. Also müssen wir jetzt da schnell zurück hinreisen. Aber der König von Norristar oder die Majestät hat halt gesagt, ich kann leider niemanden entbehren, weil das Galdäische Reich mit der Armee schon vor der Haustür steht, quasi. Also sind wir auf uns alleine gestellt, aber ich habe ja jetzt fleißig rekrutiert. Und mit deinem Backup werden wir jetzt hier mal aufräumen im Wald, würde ich sagen. Oder einfach mal schauen, was passiert. Everything looks pretty normal to me. I think we made it back in time. Let's go see the Grand Warden. Okay, machen wir das. Der Großwächter wird uns sagen, was zu tun ist. Ich muss ja hier und dann ins dritte. Ah, The Rock ist wieder da. Wave. Marissa, Noah, you're back. We heard strange things were afoot out here. Did you figure out what's going on? No, but the signs are looking worse all the time. In fact, a bunch of patrols I sent out haven't returned. One was a team of hardened vets, too. Taking them down would be no easy feat. Das klingt alles ja nicht so gut. It's gotta be that Skeleton King guy, right? Him and his army of revenants or whatever. Wiedergänger, stimmt, so war der Begriff. Der Markus. Der gute Markus. Mal schauen, was Wavy is cooking. That noise. If you smell. No? What the wave? What's wrong? E is cooking. What was that? Ich höre gar nichts. Oh, die Wiedergänger kommen. Oh, da sind ja sehr viele. Da sind sehr, sehr viele. The concealment magic will not hold much longer. They will soon learn what is happening. But it is no matter, for we have the numbers we need. Gibt's jetzt eine große Schlacht gegen die Untoten? Ah, my soulless liches will overrun this place and steal nourishment from the living. The lens demands payment in blood. To sate it is my duty and my eternal wish. And sated you shall, as agreed. Ja, die Narungard zieht ordentlich die Strippen im Hintergrund. Ja, gut. Jetzt haben wir noch eine Zombie-Apokalypse so halb. Da werden wir uns jetzt durchmetzeln. It feels like lens magic, but the power is vast. Also, something about it feels terribly wrong. An enemy attack, maybe? Okay. What the hell are those things? Was sind das für Dinger? Oh, bi-bi-bi-bi-bi! Oh, da sind sie. Einfach so kommen die hier rein. Revenants? Oh
You've got to be kidding me. I sense the power of a rune lens, and not just any lens. This one seems to be calling to the Revenants, sustaining them somehow. Please tell me that entire army isn't coming for us. Scheinbar ja schon, ne? Aber das heißt, wir müssen dann diese Master Rune zerstören, damit die Untoten verschwinden. Habe ich dir auch gerade erzählt. Lauft! Lauft! Running is the one thing we won't do. Dankeschön, Greel, für die 100. Ruby ist der Beste. Findet immer die richtigen Worte. This village is special to me. I live here. I grew up here. And there's no way I'm gonna let a bunch of damn corpses defile my home. Wäre doch eigentlich auch eine schöne Idee, Pupi irgendwie hier mal als Maskottchen einzupflegen. Als Emote. Marissa. Irgendwie. In einer Form, wenn jemand müsste sich hier anfertigen lassen, weil ich kann das ja nicht. Sowas. Genau, wir können bis zum letzten Atemzug. Think for a second. There's no way we can fend off a horde like that with our numbers. Ja, gleich kommt doch unsere Verstärkung. So what are you saying? Just hand the village over to them? If we don't, they'll kill us and take it anyway. Fine. Then they kill us. I'd rather die than watch a bunch of undead freaks sully my home. Don't do this. You'd be throwing your lives away. This is my home. We're talking about Noah. Pet Chocobo ist auch süß, ja? Könnte man auch nehmen. And no home is worth dying for. Das ist richtig. Kein Zuhause ist wert, dafür zu sterben. Empire overran my town and burned my home to the ground. But we ran. Which is why Aunt Martha and the other villagers are still alive today. Ja, aber das ist ja irgendwo auch der Hintergedanke von Krieg, ne? Dass man sein Land verteidigt, um es zu schützen. Ne? Für seine Heimat dann zu sterben, quasi. We didn't lose the one thing that matters. Each other. But this town matters to me, damn it. Enough, Marissa. It's not like you to lose your cool like this. But I have to do something. Ach, ja. Respect how much you love the schwierige Situation. But let's get our priorities straight. You and everyone else come first, then this place. The Rock ist richtig weise. All the Guardians are. If we lose our town, our homes, fine. We rebuild, but there's no rebuilding if you die. The world needs guardians too much for us to throw our lives away. And yeah, maybe there comes a time where we have to do that. But this ain't it. Okay. I agree, Marissa. You are very important to me. So please, for my sake, don't say something so sad. Poopy! Poopy! Alright, I get it. Then we're all on the same page. We guardians need to get everyone out of here. So long as we're alive, we can keep fulfilling our duty. No matter where we end up. With your blessing, Grand Warden? Yes. But first we must stall for time so the children and others can escape. Okay, Zeit schinden kann ich. Now that's something worth risking our lives for. Dafür ist es okay. Secure the entrance to the village. It sounds like we have work to do, Marissa. We can't let a single revenant through until the evacuation is complete. Move out. Machen wir. Wir halten die Stellung. Selbstverständlich. Do you even need to ask? Verstehe die Frage überhaupt nicht. Good. Then let's go.
Möchte jemand bei Goma spielen vielleicht eine Runde? Trotz der Ereignisse. Nicht? Okay. Hätte ja sein können. Dass jemand hier eine Runde spielen will. Ich hätte vielleicht gerne nochmal gespeichert, aber... Marissa, over here. They'll be on us before you know it. It's a relief to know you're fighting on our side, Noah. Oh. Da wurde sie einfach mal ein Verbündeter. Gutherziger Elf. Lilwyn Roward Favut. Ach nee. Ach, hört doch mal auf jetzt bitte. Das ist doch nicht euer Ernst. Die ist natürlich Langdistanz. Ey, ich habe keinen vorne. Ja, da muss sie nach vorne. Cool. Das ist ein Scheiß. Was das Spiel dir jetzt hier vorsetzt. Da werde ich ja pissig. Die hat gar nicht die Verteidigung für die erste Reihe. 147, das ist ein Witz. Hello. I'm also here fighting at your side. Yes, but you always are. Enemy sighted. Jetzt bin ich schon wieder mad. Marissa, Noah, you take that side. On it. Call me. Dass mir jetzt einfach jetzt so aufs Auge gedrückt wird. Machen wir mal so. Habe ich gar nicht probiert, ob ich sie in die Dienstgruppe stecken kann. Habe ich gar nicht probiert. Was kann sie denn? Ach, sie kann auch heilen. Cool. Hätte ich mal probieren können, ja, aber... Jetzt ist es zu spät. Dammit! I got a little prison for you. Aber es geht. I'm ready. Es klappt ja ganz gut. Einfach nochmal angreifen. Ich glaube, jetzt ist ja eh zu spät. Jetzt kann ich es nicht mehr umformen. Ah, Jugo hat eine neue Rune wieder. We got him. Noch mehr. Bought ourselves a moment's rest at least. Nope. Scratch that. More incoming. Let him come. We are fighting. Ah, eine Leichenhexe, das gefällt mir gar nicht. Der kann man Schlitzer auspacken. Mal Runden
dieser Feuerball die Hexe. Einfach mal Atem des Windgottes. Es wäre schön, wenn er jetzt... er kann der Heldenkombo. Die Elfenkombo. Nee. Die Hexe. Ich habe immer Angst vor so Zauberern da hinten. Das hat ja gar keinen Schaden gemacht. Cool. Bup. Ah, das tat weh. Nochmal. Ah. Also Yugo frisst ja gar keinen Schaden. Der Mann ist ja eine richtige Maschine. Der Mann ist ja eine richtige Maschine. So. Als hätte ich einen Pfeilregen machen können. Ganz vergessen. Macht halt dauerhaft Schaden. Das ist irgendwie... das ist irgendwie nicht so geil. So, der Herstellungswelle. Kann sein Pfeilregen machen. So. Oh Gott, die frisst ja dann richtig Schaden, wenn die vorne steht. Huch. Ein Yugo. Yugo ist noch nicht mal... Er hängt ja noch ein paar Level hinterher und der macht sich schon so gut. Noch mehr? Cool. Wir sollen ja auch nur Zeit erkaufen. Okay. I've been promoted to afterthought. Joy. erstmal eine Runde angeln gehen, würde ich sagen, oder? Not that way, no. Oh. Lass mich doch ein bisschen angeln. Until everyone has escaped. Agreed. They're here. Auf geht's. Let's do this. Oh, drei Hexen. Wir müssen uns trotzdem heilen. Kann seinen Schuss halt nicht. Das ärgert mich. Aber er macht gut Schaden. Das freut mich. Mal ein Crit. Das ist echt ein scheiß Zauber. Weil der nochmal abzieht. Angriff. Vielleicht kriegst du es mal hin. Nee,
Wahrscheinlich nicht mehr. Das war zu viel Damage auf einmal für die Hexen. Sehr schön. Ist ja wieder ordentlich Geld reingekommen. Da sind die 50.000 wieder drin. Passt. Pretty much. I believe I have deepened my understanding of your emotional states. So how fed up are you? Erstmal mitten in der brenzlichen Situation. Extremely fed up. Is now really the time for this conversation? Ready. Oh, da, oh. Sie heilt jetzt. Und er kann mal seinen Pfeilregen machen. So. Das reicht. Wunderbar. Jetzt wird schon wieder gezaubert hier. Ausgewichen. Danke, mein Herz. Peng. So, Alvi sieht sehr schlecht aus. Sie muss weg. Da muss sie mal heilen hier vorne, weil sie ist schneller. Greift auch an und er kann noch mal seinen Pfeilregen machen. Aber bis dahin ist nichts mehr übrig. Auf dass er seinen Pfeilregen machen könnte. Weil alles schon eliminiert ist. Alles schon ausradiert. Ein Schaden, das ist krass. Hugo, du bist der Krasseste. Warum habe ich dich erst so spät gefunden? Jeder greift an. Das reicht. Chixis! That's what you get. I do feel different. Let's fall back a little more. Remember, we're just playing for time here. Dann schnell zurück. Okay, let's try to buy him a little time from this position. I have many wonderful memories here. And now look at it. Marissa. This is my house. My home. Kobe. It's true that we have to leave here for now. But we'll come back one day and reclaim it all. You're right. We will. Das machen wir. We must. Then let's go win this thing. You're mine. Hey, Baby! Überstehe ich das bestimmt.
So, der macht seinen Pfeilregen. Einfach mal auf Angriff gehen da vorne. Das tat weh. Ah, zum Glück ist sie halt ein bisschen flink. Oh Gott, wo hauen die denn hin? Das ist ja ganz weit daneben. Oh, zwei sogar weg. Alvi halt durch. Zack. Mal schön heilen. Genau, wunderbar. Der wo auch ist auch wunderbar. Oh, Alvi sieht aber nicht gut aus. Der Junge hält nichts aus. Ja, und jetzt machst du hier noch auf große Töne. Fast am Abnippeln, aber... auf dicke Hose machen. All right. Who's next? Keep 'em coming. Ach, die beiden. Guardians. Just speaking the name vexes me. Und er ist hier so... Dracula-mäßig unterwegs. Time has robbed them of much of their former strength. Come, my liches, bring this land under my dominion. Is he the one behind this? I'm gonna take him down. Easy, Marissa. No throwing our lives away, remember? Yeah, keep das... a level head. Analyze the situation and take the optimal course of action. Das war unser Plan, aber der geht gerade flöten, habe ich das Gefühl. So please, do not put yourself in any needless danger. You've got Noah and me too. Remember that. Let's do this. Boah, Alter, noch einer. Die Hexen sind halt. Ich mache mal die Wiederherstellungswelle. Gehen wir mal hier voll rein. Hauen wir mal ein bisschen was raus. Okay, es macht nicht viel Schaden. Bums, 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 macht's hier mal auf alle. Erstmal eine kleine Doppelheilung. Gut. Alles steht noch. Geil. Ja, greift Jugo an. Jugo bumst alles weg. 120. Gottes Willen, ey. Clean. Thanks. 103. I've got to stay strong. Ah, dieses Brandmal ist halt auch anders gefährlich. Nochmal die Sprengwelle. Heilen wir uns nochmal durch.
halt auch. Und er macht den Pfeilregen zu. So, ein bisschen ist was weg. Ja, immer auf Yugo. Yugo ist gut. Der steckt das weg. Kommt er mit seinem Pfeilregen, nur noch einer übrig. Eieiei, das war aber... MP-mäßig sieht's nicht mehr so gut aus. Wenn jetzt noch der Kampf gegen die anderen zwei kommt, schwierig. Okay, time to withdraw everybody. And I mean everybody. Gott. All right. This is not goodbye, Marissa. We'll return to this village one day. It is my home too, after all. Kubibi. Kubibi. Ah, taktische Niederlage, würde ich mal sagen, ne? Ich komme zurück um jeden Preis. Gut, na, muss ich mal gucken, ob ich dann gleich die, dingsen kann hier. Also, ne? Neu gruppieren natürlich. Wortfindungsverstörung. Wir haben es endlich geschafft. Jeder, der das Dorf vor uns verlassen hat, sollte bereits hier sein. Noah! Marissa! Ja! Maxim? Was ist los? I heard your village was overrun, and I'm grievously sorry I was not there to help. Du hättest auch nichts ausrichten können. Have been taken to the castle. Thank you. I do not deserve your gratitude. You helped me save my people, yet I was unable to aid yours. It's not your fault, Maxim. What's the situation here? Countess Periel has arrived, along with the Eucristian army. Mm-hmm. She has asked you and Marissa to join her at the castle for a summit. Got it. Thanks. Politische Gespräche wieder, geil. Da habe ich wieder Bock drauf. Ah, du bist nur ein Bewohner. Hier wird es doch bestimmt noch jemanden zum Rekrutieren geben, aber ich habe hier noch keinen gefunden. Du? Nee. So, sie kann da. Take care, Alwi. Ja, Eupherius kommt wieder rein. So. Damit fühle ich mich ein bisschen wohler. Ah, dann machen wir mal ein Nickerchen. Besser ist es. Besser ist es. Gibt's hier jemanden? Hallo, hallo, hallo. Möchte sich hier jemand anschließen? Das ältere Ehepaar, denke ich mal nicht. Ich gehe jetzt hier einfach mal eine kleine Runde. Aber sieht nicht so aus. Hm. Es sind sehr viele alte Leute, fällt mir gerade auf. Eine Überalterung der Gesellschaft.
So. Aber ich sehe hier keinen. Vielleicht mal hier reingehen. Nicht wirklich. War ich hier schon? Ich glaube, die hat mir auch schon ein Rezept gegeben. Ich glaube, ich war da ganz fleißig und bin immer in die einzelnen Häuser reingegangen. Nee, du auch nicht. So, naja, rechts gehe ich jetzt nicht lang. Dann gehe ich mal zum Gipfeltreffen und höre mir ein bisschen politisches Gerede an. So, Periel and the others are here? Lead the way. Okay. Ach, Yuma ist auch wieder da. Periel, Sane, you two came to help? Yuma, der Unsichere. Naturally. We heard what happened at the Guardian's village. That must have been quite the ordeal. We're here to fight with you. And thank goodness we made it in time. I advised His Majesty to remain in Eucris. You and Yulin both try to dissuade me. I admit, I may not be able to contribute much, but I still felt I should fight with you. Symbolically, I suppose. Der symbolische Kampf, ja natürlich. Oh, Yuma ist jetzt ein Verbündeter. Junger Eucris-König. Yuma Siarith. Siarith. Und Cassius. Der Eucris-Anführer. Most gracious Majesty. Your presence here will make the next step go more smoothly. Ich denke mal, dass da eine Schlacht bevorsteht, oder? What step is that? We have called a summit with Norrister and Keenan. Before we face the Empire, there is another battle to win. Mhm. Here we suffer again. Don't you mean here we go again? Here we go, suffer again. I believe we are all assembled. The last time we gathered like this was to negotiate the Norsvarian purchase with Aldric. But the world is a very different place now. And where do things stand with the Dukes? General Electra, if you would. Yes, Your Majesty. This information comes on behalf of intelligence supplied by Commander Noah of the Alliance and the valiant Guardian Marissa. There is a strong possibility the Imperial Army will invade Norrister via White Crown Pass in the Egon Northcaps. Mm-hmm. The Alliance, is it? So, they've given a name to the untrained rabble that pulled you, Chris. Out of the fire. Das ist aber nicht sehr nett, Walmaurice, was du da von dir gibst. I'm not certain that's the best way to, Correct. It is better to say they saved us. We'd not have held the enemy at bay without their help, and neither will you. Duke Aldric commands tremendous power. His army is so great. That even the combined might of our three nations cannot hold him back. We need the strength of every nation in the League. And Commander Noah and the Alliance have proven themselves capable of bringing people together. Our castle has welcomed allies from every race, from the Sheoks to the Tree Folk. So sieht's nämlich aus. And here I thought it was young Countess Groom. Hatching all these petty plans. Und wie kommst du darauf? Bless you, Highness. Noah, was it?
The young lady has little skill when it comes to hiding her ambitions. But what cause have you to fight? My cause? Ja, ich möchte halt anderen Leuten helfen, ne? It's to protect as many people as I can. Ha! That seems a rather simple-minded way to look at the world. I've seen too many things in this war, and seen too many people dragged into it against their will. It has to stop. I believe that now more than ever. A fine answer, spoken with the fire of youth. But the young commander would be wise to remember that passion alone cannot win a war. Or perhaps such passions are precisely what is needed. Humans are eager creatures, quicker to profess than they are to practice. I hope there's more to his words than wind. Perhaps His Highness might first explain the absence of the Kinani army. Will they be arriving before or after the battle? We had more immediate concerns. Just before we set out, someone set fire to a number of the outposts we were using to provision our army. And forced us to transport supplies from more remote outposts, which delayed the march. The work of the Dukes. Taktisch nicht schlecht, ne? Most likely, confound him. That is distressing. If the Empire reaches us before the Kinani army, any hope of victory will be dashed. I assure you, we are moving as quickly as we can. Ja, dann legt ihr auch Raten, Kollege. Enough, then we'll just have to slow the Empire down. Bold words. Have you a plan? If you can provide a map of White Crown Pass, I will see it accomplished. So, this alliance of yours can handle a mission of such consequence? We can and will, Highness. Ich gehe davon aus, dass ich das hinkriege. Wir haben schon schwierige Sachen geschafft. By all means, let us see what the mighty young leader can do. I trust there are no objections, Commander Noah. I've learned never to doubt you when you're up to something. Let's do it. Das schaffen wir. So wie Bob der Baumeister hat schon immer gesagt hat. Jo, wir schaffen das. I knew we would waste time fencing with one another over who is the bigger leader. Duke Zaldric understands the League's pressure points. Who knows what else he'll try besides attacking Kinan's provisions? I don't know squat about this Aldric person, but he already sounds like an insufferable ass. Oh, I think you and I are going to get along very nicely. So what's the plan to slow him down? I will require a little time to hammer that out. Hey. You've only just arrived and must be tired, Commander. Why don't you take your ease at the inn? We should head to Maxim's and help get the villagers settled in. Yes, I'm certain more will be arriving in the coming hours and days. So, don't take this the wrong way or nothing, but are you sure you'll come up with a plan in time, mate? Mate? It's that, or I'll have to start entertaining the idea of losing. Melridge could have at least dropped a hint about how we're gonna slow the amps down. Ich find's auch immer sehr schön, wie die Tasche mir da hinterherläuft. Guess we'll just have to wait and see. Der Nell. Es Nell. Die Nell. Ich weiß es leider nicht. Weiter so, Held. Warum habt ihr denn keine Helden hier, die ich rekrutieren kann? Das finde ich ein bisschen traurig.
Vielleicht im Schloss selber. Ich könnte jetzt mal hier die Runde gucken, ob da noch was ist. Ob sich hier noch irgendjemand versteckt hält. Hier vielleicht. Nein. Oh nein, du bist ein Dorfbewohner. Große Stadt, aber... Eine Runde bei Goma zwischendurch. Alter, was hat der denn für Teile? Ein Leichenreiter. Drachenviper. Wüstenkrabbe. Ich habe hier einen Wüsten. Wüstenkrabbe, Drachenviper. Der spielt zweimal Verteidigung. B, Licht. D, Feuer. Das ist Feuer gegen Feuer. Ja, aber der ist Wasser, der ist zu schwach. Gucken wir mal, was geht. Einfach mal eine Runde bei Goma zwischendurch, muss auch mal sein. Sein Superkreisel, ey. Schauen wir mal. Kampf 2. Der hat eine richtig harte Verteidigung, ne? Ist ja eigentlich schon durch, das Ding. Guck mal, scheiße. Oh, du bist doch neu. Alas, yet again my search ends in vain. Oh, where must I venture to partake of the flavor once more? Welchen Flavor möchten Sie denn? Oh my, forgive me. You caught me musing aloud. Are you a traveler? Good day to you. I am but a humble fox sitting becalmed in the lee of memory. Well, I'm Noah. Is there anything I can do to help? How kind of you to ask. This must be the whims of fate, as I do indeed find myself in dire need of assistance. It just so happens that I'm in the midst of a personal journey. Wherein I endeavor to awaken my potential as a bride through culinary competence. Meine Aussichten als Ehefrau erhöhen. Aha. Whoa, you're getting married? Das ist meine Ansage. Congratulations. But should you really be traveling alone?
It's all kinds of dangerous out there. Oh, gosh, no. I have yet to find my one true soulmate. And as for the danger, you need not worry. My spear and I can fend for ourselves. Mit einem Speer. Aye, this lass be quite the potent warrior. That must be clear from her scent. However, I am embarrassed to say that my prowess in battle has come at the cost of most other talents. My dear mother has endeavored to teach me what she can, lest I become a spinster. Yet my skill in the kitchen has still been found wanting. Der Mann darf auch ruhig kochen, das ist kein Problem. All too cumbersome, so I turned to my spear, and lo, the cutting board was sundered in twain. Auch der Mann darf mal kochen. Clearly inefficient dawdling, I stoked the fires to glorious peaks of flame, yielding naught but charcoal. My miso soup, a truly fundamental dish, salty mush. My sweets, indescribable lumps of every hue aside the expected one. Ah, das tut mir leid. Wanting sounds like an understatement. After pushing my mother to wit's end, she showed me the door with an oath and bade me learn the basics of cooking before returning home. And such is how this fox was cast into the wild. Ja, ich sage jetzt nichts Böses. So basically, you want to learn how to cook? Oh. Oh no. At present, I'm quite incapable. But the item I seek will, I hope, unlock my mind and enable me to understand my problem with more clarity. Ja, und deswegen, sag doch einfach, was du suchst. I cannot quite recall. Cool. It's something I ate when I was little. I think if I had another taste of it, it would spark something. Woher soll ich wissen, was du als Kind gegessen hast? Alas, for all the lands I have visited, I have yet to remember its name, let alone its supper. Here is what I can tell you. Okay. Ich schreibe auf, Fox. It contained a variety of vegetables, and such was its flavor that even one bite lifted the spirits. And it had notes of fish, despite not containing any. Schmeckt nach Fisch, aber keiner drin. Geil. You wouldn't happen to know what it is? Ich habe absolut keine Ahnung. I don't know much about cooking myself. Oh, but I bet Kurtz could help. I'll see if I can figure it out. Fragen wir mal kurz. I will tarry here and ponder my future. Das war eine lange Sequenz an Gequassel. Aber gut, wir haben eine neue Person getroffen. Und es haben sich ja auch wieder welche angeschlossen jetzt im Laufe der Story. Da müsste ich mal gucken, wie viele ich dann jetzt habe am Ende. Aber jetzt... Ja, ich hätte gedacht, dass es vielleicht ein paar mehr gibt, aber vielleicht oben im Schloss, da habe ich noch nicht so richtig geguckt. Da könnten sich noch ein paar verstecken. So, ich muss in die Gaststätte. Beziehungsweise in die Pension. Muss ich hier mal was kaufen? Das sollte erstmal reichen.
Das sollte doch erstmal reichen. So, was dürfen wir uns ausruhen oder helfen wir jetzt hier bei der Ankunft der Geflüchteten? Might as well catch some winks while we can. Ja, das auch. Schlaf ist immer gut. Schlaf ist immer gut. Schlaf mache ich auch ganz gerne. Ist eines meiner liebsten Hobbys. Beschäftigung. I wonder if Melridge has worked out his plan. Bin gespannt. Jetzt laufe ich wieder zurück. Gut. Naja, gut, dann laufen wir wieder zurück. Und wieder einmal quer durch die Stadt. Ein Rüstungsladen brauchen wir nicht. Wer bist du? Okay. Ich weiß gar nicht, wie die hier heißen, die so drachenmäßig aussehen. Ich weiß gar nicht, ob sie das schon mal gesagt haben, wie die Rasse, kann man Rasse sagen? Die Spezies. Gott, hier ist niemand. Dann geht es natürlich. Der Diener will auch nicht mitmachen bei uns. Hören wir uns das Gespräch hier weiter an. Oder besser gesagt, den Plan. Did you come up with anything? I believe I have. Must you all work through the night like this? You really should take better care of yourselves. The boss can be pretty strict, but working with him is fascinating. Let's discuss the operation. Miss Iris, if you would. Ach, Iris ist sogar auch mit dabei. Name, White Crown Pass is covered year-round in heavy weather, but in a bit of good news for us, it's also prone to avalanches. And are we expecting one of those soon? No. So we're going to cause one instead. We can do that? Ein bisschen Sprengstoff. We've carefully pored over the maps we were provided to study the peak's shape. We have identified three locations where, with a sufficient explosion, we could trigger controlled avalanches and impede the Imperial Army's progress. Do we need all three? Yes, that's the only way to get enough volume to bury the pass. What kind of explosions are we talking here? Magic? Nope, we'd need way too many people to produce that much firepower. We're gonna use imp tech called runic charges. I've seen them in action before. They pack quite a punch. Ich hab die auch schon mal erlebt, ja. Die hauen wirklich ordentlich rein. Runic charges? If such a thing exists, I'm not privy to it. From what I hear, you don't want to be near one when it goes off. They're a type of explosive that was in production at our research facility. Raw lens power is what creates the blast. I wasn't directly involved, but I heard he'd been using them on the down low. He, as in the Dukes? That makes sense, actually. Aldric has been focusing his efforts on channeling the rune lens's power into weapons anyone can wield. Those charges must be one such product. I understand his reasoning. As the power of a rune lens depends on individual talent, they are difficult to put to military use. We also wouldn't have the rune tank without the Duke's funding. But nothing excuses what he's doing at the lab. Agreed. He's crossed a line. So that's the kind of man we're up against. Anyway, the charges are pretty unpredictable and can only be manufactured in small quantities. From what I heard, they're only approved for use during special operations. Long story short, me, Ivy, and Codel took a crack at making some, based on what Guru and everyone remembered.
It requires a special grade of raw lens, but we were able to make just enough, and I guarantee they pack a punch. Aber was wäre, wenn ich den jetzt noch nicht in der Truppe hätte? A shame we can't put such a powerful weapon into general use. Das frage ich mich gerade. Hätte man den erst dann einsammeln müssen? Oh, another thing. We built a regule that will let us trigger a timed explosion by controlling how quickly magical energy is siphoned off the lens. Oder er wäre halt einfach nicht dabei gewesen in der Sequenz, kann ja auch gut sein. Eigentlich wäre bestimmt CJ jetzt auch dabei, wenn ich sie schon rekrutiert hätte. Weil sie hat das ja auch erlebt zusammen mit Isha und Garou. So the plan is to place those in the three locations you mentioned. Yes, but we must ensure the explosions trigger simultaneously. Dann hätte sie bestimmt auch so eine optionale noch Dialogsequenz. We should finish the job quickly, since there's no telling when the enemy will arrive. Quite so, which is why I will be asking Commander Noah, Lieutenant Sane and Guardian Marissa to lead the three teams that will be placing the charges. Cool, drei Teams. Fine by me. Me as well. Yeah, I don't know. You want out? Just messing with you. I was about to volunteer. Puh, puh, puh. Kaboom, sagt der Bubi. The leader of the Alliance, an Imperial dissenter, and one of the Guardian's finest warriors teaming up on a gopher broke mission? This will be fantastic publicity. Lady Perian? Nothing. Don't mind me. Right then. Our three team leaders should proceed to White Crown Pass at once. The rest of us will be right behind you. Once you reach the pass, be ready to split into your respective teams. The pass is north of here, in case you get lost. Let's get going, everyone. Das hätte ich schon gefunden. The Imperial Army can make the crossing any day now. Drei Teams aufstellen, eieiei. We've got this. Das wird knackig. Very well. Who else will be accompanying you? Das wird knackig. So, Sane und Marissa müssen rein. I will help however I can. Let's go. Oh, baby. Francesca, wo bist du? Warum hat sie ihn mal zwei? You're safe in my hands. Gut. Dann gehen wir erstmal mit der Lotte da rein. Luck to you all. Danke. Oh, backstage beim Feind. Is everything in place? 90% of our planned expeditionary forces have assembled. They will be ready to march in a few days. Heinrich. Wie die auch alle heißen, was die für Namen haben. Who is the holdout? General Goldwyn? Correct. However, he has been given a formal order on behalf of the throne. He will fall in line. Despite his attempts to stall us. What does that fool hope to achieve? Es wäre ja lustig, wenn der noch überläuft zu uns. Truly. Der Goldwyn. He poses no threat. Regardless, we have a more important matter to discuss. I recently learned that our plans to cross Snowpeak Pass have been leaked to the enemy. That matters not. While we are ready to move out, the Kanani army is still scrambling to amass provisions. You are forgetting another concern. Ich bin echt gespannt, was der große Plan von dem Eldric ist. Warum der das alles macht. An ambush? Impossible. Our scouts have already determined there are no hiding places along the way for a force of any size. All true. And yet, the League of Nations has someone very clever advising them.
Wars are not decided by numbers, but by character. By the resolute, the wise, and the faithful. Many people claim, falsely, I might add, to possess such character. But it's the few who truly have it that will give you trouble, even when you have them outnumbered. Wise words, Your Grace. But I swear my faith and loyalty to you are beyond question. Das ist schön. Das ist so. Ja, vielleicht muss man gleich gegen ihn kämpfen, wenn der sich uns in den Weg stellt. Heinrich. White Crown Pass is north of here. Let's be off. Ooh, so this mission comes down to the three of us. I just hope we can all play nice. What do you mean? Don't you two have some kind of rivalry going on? Hat Streit, hä? Wir sind best buddies. Actually, the one time Sane and I went head to head, he took me down. Victory and defeat are but a breath apart. Really? Interesting. We'll have to spar sometime. Oh, gerne. Sane ist imperiale Aristokratie. Deshalb läuft er so vornehm. Tue ich. Mir nie aufgefallen. Poopy Poo. Wie war das, Poopy? Was ist unkultiviert? Poo Poo. So. Passt schon. Ja, gucken wir uns mal den Pass an, ne? Was da so jetzt abgeht. Und was da als nächstes passiert. Ich bin ja gespannt, was ihr mich erwartet. Ich dachte eigentlich, die drei trennen sich und jeder stellt eine Gruppe zusammen. So hatte ich das verstanden. Aber vielleicht habe ich das auch komplett falsch verstanden wieder. Weiß nicht so recht. Lassen wir uns mal überraschen. Schneegipfelpass. So, da kommen die restlichen. Da sind ja alle, haben wir alle mitgenommen. That was quite a climb. Sorry we couldn't get here faster. Whew. It's fine. We haven't been waiting long. So from here we split into three teams like we discussed. Correct. Stimmt, if there are no Dr. objections, Team. Commander, cool. I would like to commence the operation right away. Wie lange dauert das ungefähr? Komm, legen wir los. Better do it before the Imperial Army gets here. They'll never know what hit 'em. Oh, baby. We cannot fail. This is the only way we will buy enough time for the Kinani Army to reach Norrister. Ich weiß nicht, ob ich da noch mal raus kann, weil. Weil vielleicht muss ich die ja nochmal ausrüsten alle irgendwie, ne? Das ist halt die Frage. Let's start with Sane's team. You'll be placing a charge on the western ridge. I marked the exact location on this map. Man bekommt das Team gestellt, oder? I mean, you can't have an adventure without Team Galdia, right? We'll do this together. Right, Sane? Thank you all. Who else will you be taking? Aber die sind... Shit, der hat gar keine Ausrüstung. Ey, die muss ich ja noch wieder ausrüsten können. Geil, ja.
Die ganzen Runen müsste ich nochmal durchgucken. Wen nehme ich denn in die Distanz mit rein? Carry. Hat halt immer noch ein gutes Level. Den Mage mit Stufe 23 Dunkelheit. Und vorne geht noch könnte Garou könnte vorne mit rein. Ja, nicht wieder Team of Ten, das gefällt mir gar nicht. Oh, doch. Oh, doch, das geht hier gerade richtig los. Das geht hier gerade wieder richtig steil. Seems like we're the first ones out. Be careful. Yeah, don't slip. Ich hätte mal sagen sollen, ich bin noch nicht bereit, ne? Dass ich die hätte alle noch mal upgraden können. Ich will nicht. Der hat ja gar keine Ausrüstung, der Sane. Da, der hat gar keine Ausrüstung. Und ich habe auch nichts dabei. Weil ich die ja alle abgerüstet habe. Oh. Hey! Okay. Bei ihm kann ich Sachen kaufen, ja, das. What's the matter? Hier kann ich Mitglieder wechseln. Do you need to do something out in the world? Ja, es sollte noch einen Moment dauern. Moment? All right, but this operation. Yes, that's fine. Leave it to me. Gott, das hat jetzt ja richtig Zeit gefressen, das Mikromanagement hier. Jo. Dann würde ich mal sagen, war's das für heute. Uiuiuiuiui, da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.